RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. So, da sind wir nun in Afrika. Wow, der Flug war voller Hit. Echt geil. First Class. Aha, und das rechtfertigt also die Aktion, ja? Ich meine, hey, das wäre doch ein perfekter Terroranschlag. Werner kapert das Flugzeug und fliegt damit direkt ins Fußballstadion. Aber wieso haben wir Moore den ganzen Flug über den Mund verbunden? Ganz einfach, Howard. Der Moore war schon wieder drauf und dran, seine Taliban-Theorien zu verbreiten. Hey, die Stewardess war schon ganz blass, als er ihr erzählte, dass Werner verwandt mit Osama Bin Laden ist. Na und? Ich meine, Werner hat sicher viel gelernt. Wahrscheinlich mehr als in den 20 Jahren bei seiner Gewerkschaft. Und außerdem war es sicher im Knast besser als bei seiner Gewerkschaft. Denn da musste er immerhin nicht 20 Jahre sein Po hin. Halten, sondern nur zwei Wochen. Aber egal, lass uns mal zum Stadion jetzt hier. Ja, auf geht's. Hey, Howard, willst du nicht noch ein bisschen Sonnenschutz auflegen? Eigentlich, wir in Südafrika brauchen sowas nicht. Ich meine, wir haben ja fast jeden Tag Sonne, so heiß wie in der Wüste. Die hauen so die allergewöhnsten Leute dran. Also, aber wenn du willst, Murat hat Sonnencreme bei. Ich würde dir die empfehlen, denn wir wissen ja, damals in Berlin, bei meiner Grillfeier, hattest du schon bei 28 Grad im Schatten eine total verbrannte Haut. Das wäre auch nicht passiert, wenn du meinen Kopf nicht ständig auf den Rost gedrückt hättest. Aber du hast recht, man soll die Sonne nicht überschätzen. Pass auf, Werner, nun kommt wieder eine Geschichte von seinem Sohn, Wayne. Damals, mein Sohn Wayne hatte auch bei 40 Grad keine Sonnencreme und war draußen im knallpralle Sonne. Nach 4 Stunden bin ich rausgegangen und wollte ihn reinholen, weil so lang in der Sonne nicht so gut sein soll. Ja, und als ich draußen war, habe ich nur einen kleinen afroamerikanischen Junge gesehen und nicht mehr meinen Wayne. So was kann auch nur dir passieren, wa? Und was hast du mit dem Kleinen gemacht? Naja, der kleine Junge war nicht ganz bei klarem Verstand. Er meinte irgendwie von Hello again und sowas, da habe ich ihn geschnappt und ihn zurück zu seinem Stamm gebracht. Die waren echt happy. Und was? Wo war Wayne? Naja, nach 3 Wochen kam ein Stammesälter zu mir und meinte, dass der kleine mein Sohn Wayne gewesen sei und seine Haut war nur so verbrannt von der Sonne. Seitdem schwöre ich auf die Sonnencreme. Ja gut. Gib mal rüber. Scheiße, welches ist nun welches? Ich schnall's absolut nicht mehr. Die beiden Tuten sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ach egal. Hier, Howard, knall dir das Zeug ins Gesicht. Sonnenschutzfaktor 500. Wow, das ist echt braun. Naja, wird schon richtig sein, wa? Aber schön verteilen im Gesicht, Howard. Schön gleichmäßig. Yes, yes, meine Freunde. Ich verteile das Zeug gut im Gesicht. But well, das klebt total. But egal. Fühlt sich gut an, aber riecht auch total süß. Quatsch, Alter. Werner, laber nicht. Das ist nicht die Erdnusscreme. Hier, das ist die. Schau, ich nehme sogar einen Schluck von. Boah, Mann, das Zeug, das kannst du nicht mehr essen. Das ist total verfallen. Boah, total cremig im Mund. Ach, Werner, stell dich nicht so an, das ist gesund. Und wenn du dich nicht gleich eingrebst damit, dann creme ich dich ein, mein Bester. Also, keine Angst. Außerdem, hey, schau die Haue an. Der hat sich jetzt schon dem Hauttunnel einheimischen angepasst. Genau, Werner, sei kein Frosch, creme dich damit ein. Besonders ins Gesicht, denn sonst verbrennst du mir hier noch. Echt geiler Spruch. Ach egal, Werner, los, komm, die Flasche ist gleich leer, also zack. Apropos alle, wo geht's denn jetzt hier zum Stadion? Ich meine, wir laufen schon 2 Stunden auf der Straße nach Süden. Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne im Ziel. Sei leise, Howard, du verschreckst ja sogar die Buschmänner. Jute dem, Howard, davon den Buschmann, den fragen wir mal einfach nach dem Weg. Der muss sich ja hier auskennen. Ja, echt? Ist ja krass. Du kannst also so ein Heli, Werner? Na ja, dann schnapp dir doch mal Howard, der wohnt doch hier, der sollte die doch auch können, die Sprache. Und dann fragst du mal davon den Typen einfach. Und ich und Lenny, wir warten hier eine Runde. Yes, gute Idee. We're gleich back here. Oh Mann, Murat, glaubst du, die beiden Irren bekommen Wort aus dem Raus? Ja, ich hoffe doch, sonst weiß ich absolut nicht, wo es hier lang geht. Wir hätten doch die 30 Euro für den Shuttle-Service zahlen sollen. Der hätte uns dann direkt ins Stadion gebracht, da wo wir wahrscheinlich jetzt auch schon Andi und die anderen warten. Na hey, aber 30 Euro ist viel Geld, Alter. Und wieso Geld zahlen, wenn das Stadion nur 3 Kilometer von der City weg ist? Wer sich da verläuft, ist da ein bisschen Panne. Apropos verlaufen, hey, in Deckung. Ein fetter Bienenschwarm auf 900, Lenny. Boah, wow, echt krass, das waren sicher 200 Bienen oder so. Mindestens, hey, krasse Sache hier in Afrika, aber was soll's. Hey, was macht denn eigentlich Werner und Howard da vorne zusammen mit dem Buschmann? Das sieht aus wie Tanzen und dabei schlagen die sich wie wild auf die Köpfe. Ich weiß nicht. Aber echt krass, ich wusste ja nicht, dass Werner und Howard sich so bewegen können. Ich Howard auch nicht. Ey, krass, aber du Murat, gib mal die Sonnencreme. Ich muss mich mal einschmieren. Aber sei mal sparsam, bitte. Mal lesen? Stimmt da was nicht?
Erdnusscreme aus echten Erdnüssen. Ach du Scheiße, Alter, das ist keine Sonnencreme. Das ist die Erdnusscreme, die ich dir gestern früh noch hier jedem hab. Ach du meine Jüde, darum sind hier eben so viele Bienen vorbeigedüst. Ganz genau, Alter. Die sind direkt zu Werner und Howard vorgedüst. Aber sieht doch lustig aus. Hm, was meinst du, ob die den Tanz vermarkten? Sieht ja nicht so übel aus. Lass uns das einfach von der Ferne aus beobachten, denn merkt keiner, dass wir zugeguckt haben. Help me, helfer. Die Bienen stechen mich tot hier, helfer. Sieht ja echt geil aus. Verstehst du, was die brüllen? Ich glaube, die beiden wollen eine Band gründen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Mix aus die Beatles und dem deutschen Schlager. Hammer geil hier, hast denn ein Bier? Hey, das kann eh noch ein bisschen dauern, eh die mit den Bienen fertig sind. Ich weiß auch nicht, so eine Reise hat immer wieder neue Überraschungen parat. Ganz genau, jedes Mal was Neues. Berlin. Du bist so wunderbar.